zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video und damit auch willkommen zurück zu Star Trek Fleet Command. Ja, lange ist es her, dass das letzte Video online kam. Ich glaube, ist auch schon einen Monat her, das war beim letzten Kampf fast. Und inzwischen ist schon wieder ein neuer Kampf fast da. Und ja, noch gerade hier an Kronos gewesen. Und habe ein paar Frachter abgeschossen hier. Ja, ein paar ist glaube ich ein bisschen untertrieben. Wenn man bedenkt, dass ich 100 Runen zusammengeschossen habe. Also da geht schon einiges weg. Ja, in der Zwischenzeit bin ich auch schon auf 41 gegangen. Und als nächstes wird dann der Schritt zu 42 kommen. Aber dann lassen wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt möchte ich noch mal ein bestimmtes Schiff haben, deswegen bin ich ja auch öfters mal in Kronos und schieße dort die ganze Fracht ab. Und ja. Um dieses Schiff geht's und zwei Pläne sind ein bisschen wenig. Also ich habe vor die Tage immer so vier Pläne gekriegt. Ich habe das auch von dort drum gesehen, noch relativ wenig, aber zwei Pläne sind noch weniger. Aber ja, da habe ich auch seit dem letzten SFC-Video fleißig teilgenommen. Jetzt habe ich insgesamt 136 Pläne schon von der Vitor, also allzu lange sollte das dann auch nicht mehr dauern. Ich finde es auch geil, dass die Hektar und auch die Corina hier vorne sind, hinter der Bichor, hier hinten erstens. Obwohl man die Bichor schon deutlich früher geordnet hat. Bei der Föderation und bei der Romulan sind sie alle wieder schön geordnet. So bei den Klingonen. Das Ding habe ich auch schon 105 Pläne, also da soll es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis es voll ab. Gornos bei der 28 Pläne, da habe ich irgendwie bis dann jetzt Events verpasst zu. Ohne erwähnen, 26 Pläne, also auch da geht's langsam voran. Corina 56 Pläne. Also langsam geht's auf jeden Fall mit der Schule bergauf. Ja. Und fürs Kampfpass habe ich auch schon vorbereitet, also wenn es ein Schiff ausgeht, was ich benötige. Und zwar gibt es heute auch eine Kampfverringerung, das bedeutet Schwarmschiffe oder Box, sondern abschießen. Und natürlich nehme ich immer die Boxer. Ich hasse Schwarmschiffe. Ich nehme mich auch hier unten nach Ovasen rein, das ist ein 38er System. Und werden es vielleicht nicht beim ersten Mal schaffen, also nicht alle mit einmal schaffen. Weil die beziehungsweise genauso ist der eigentlich die Forschung bei mir. Im Allgemeinen hängt ein bisschen hinterher. Ich meine, es gibt Spiele auf 41, die haben entschieden, mehr macht als ich. Weil man sagen muss, 39 Millionen macht es auch nicht so schlecht. Das ist ja cool, dass wir was sagen. Ich glaube, hier war das so. Ich habe schon wieder den Männer bekommen. Okay. Macht. Mehr auf 55. Okay. War 55 Millionen, jetzt auf 42. Auf 41 war der Ober auch schon bei 46. Also, werde ich auch bald wieder, wenn ich die Monarmen habe, zurückkehren. Inzwischen hat meine Allianz hier, bei der ich ja, zu Gast bin, hier das 3-Sterne-Gebiet. Müsst ihr immer mit GNX abwechseln, so wie ich es mitgekriegt habe. Ja. Sehr viel verbündete oder befreundete Allianzen, also die FC ist an sich, finde ich jetzt auch. Eher eine riesige Allianz. Aber wenn man hier sehr viele PvP spielen, dann dauert
An sich ist diese Allianz noch relativ wichtig. Und leider, meine alte Allianz, mit der ich auch eine etwas lange Zeit war, aber auf Zivil. Das war Tor. Ja, nicht schade, ich habe Tor mal so gerne Besuch abgestattet, zumal auch einer ist, der mich immer schön mit diesen zwei gemacht hat. Oder mit den zwei zu gehen. Ja, damit du durch, naja, hauptsächlich durch zwei Spieler in relativ kurzer Zeit über 2 Millionen zu gehen. Weil ich teilweise mit 300.000 oder fast 600.000 sogar den Überschuss auf einer Mine saß. Aber ja. Er ist auch eine Allianz, wo ich das hier auch mal drin war kurzzeitig, aber. Ist keine schlechte Allianz. Er ist wirklich eigentlich eine gute Allianz, auch sehr aktiv. Der Grund, warum ich da, weggegangen bin, ist einfach, weil dort der Druck extrem hoch ist. Also, Real Life ist fehl am Platz in Italien. Man darf auch nicht so ein, durcheinander haben, Arbeitsplan, wie ich es habe. Das ist nicht gut. Weil generell die fast den ganzen Tag arbeiten ist auch nicht so das Tomatze bei ihr. Die Schichten, die ich aktuell hatte, die wären, wäre ich bei ihr noch ziemlich bankrott. Und ja, hier bei DFC ist der Druck, was es angeht, nicht ganz so. Klar, da war das mal noch aktiv ist. Das ist eine große Allianz, die Stärke kommt da auch nicht von ungefähr. Aber hier geht ja das Real Life dann doch noch ein bisschen mehr vor. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich habe nebenbei schon ein bisschen Musik an. Und das war auch wieder so ein schönes Lied von Unheilig. Da kam auch eigentlich meines nur gute Lied aus bei Unheilig. Schade, dass es die Band nicht mehr gibt. Das ist schade. Interessant ist auch, ich bin unter anderem auch auf Apps wie Lomu zum Beispiel angemeldet und habe tatsächlich dort oben diese ehemalige Schulkameraden. Aber es ist nicht so was geworden. Ich war auch so eine starke Talios nochmal. Interessante Crew auf jeden Fall. Also klar, Borg-Offiziere kann man nehmen für die Borg-Sonden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man in dieser Konstellation. Also ich würde den ja hier, wenn denn er auf Kanalskern setzen. Der kritische Chance gegen Borg, ja, ist gut, aber trotzdem eher den hier. Und der hier bringt so gar nichts. Wenn er vielleicht den auch nicht hat. Captain ist, wäre es sinnvoll auf jeden Fall auch aus. Den nehme ich gar nicht. Ich glaube, auch probiert ist das dann schon. Weil der hat wirklich nur die Schütze flott erhöht, einfach auf der Brücke.
wenn er nicht das Skript einsetzt. Und der Bischof ist tatsächlich nicht im ersten Durchgang. Ich muss auf jeden Fall noch einmal wiederkommen, aber es macht auch nichts. Ich habe noch ein paar Tokens. Das ist auch das Gute auf sehr vielen Servern, sind halt so eine Tokensysteme wie dieses hier. Die Basen oder generell die ganzen Boxen hier. Die sind halt geschützt. Ebenso die Latinomi wie Z-Alpha zum Beispiel oder auch diese drei Gebiete. Die sind halt auf sehr vielen Servern geschützt, weil man, um hier hinzukommen, muss man erstmal was ausgeben. Ja. Es gibt aber auch Server, auf denen diese Gebiete nicht immer geschützt sind. Und zwar ist der Server 168 so einer. Hat mich mal gefreut, dass man wieder auf einmal nach Hause geschickt wurde dort. Ich habe auch gedacht, dass ich noch zwei davon. Und da wurde einfach mal meine Vita aus dem Borg-System nach Hause geschickt. Und es war kein Einfall-Event zu der Zeit. Es war einfach so random irgendwann, dass meine wieder nach Hause geschickt wurde und ich dachte, wie soll das sein? Warum macht man sowas? Ich meine, man gibt extra einen Token dafür aus, um dort reinzukommen. Und wird dann abgeballert. Und dieser Token ist ja dann weg. Deswegen verstehe ich nicht, warum man in so einem Gebiet unbedingt ein anderer abknallen muss, weil man will das selber ja auch. Aber ja, so sind manche Leute halt und auf 168 ist das auch alles erlaubt. Leider. Aber hey. Bestimmt aber auch daran, dass auf 168 PvP jetzt nicht so gerade das Interessanteste ist, wenn man sowas eigentlich nicht rechnet. Also die 168 ist es ein Server, wenn man dort PvP sucht, sucht man vergebens. Das ist einfach so. Ihr könnt auch bei BNP mal vorbeischauen. Der ist auch auf Server 168 und auch auf YouTube hier aktiv. Ab und zu mal. Ich hab schon alle keine Videos nachher geguckt. Ah ja, da können wir auch mal ruhig vorbeischauen, das ist auch ganz, ganz fein. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der immer auf einer kleinen Erkundungsweise, sag ich mal, aber eine Zeit lang war er ja unterwegs in anderen Allianzen, hat sich dort umgeschaut. Und nebenbei auch die einen oder anderen Pläne. Vor drei Wochen kam tatsächlich wegen des letzten Video. Im Spiegeluniversum. Muss aber auch dazu sagen, aktuell ist halt wirklich nicht viel, wo man Videos zu machen kann. Das ist natürlich auch nicht gerade so schön. Aber naja, oh, wenn wir mal zurück auf der Wut kommen. Ist an sich auch eine schöne App, muss man so wirklich sagen. Und ja, hat dort auch einige gefunden, mit denen ich jetzt aufschreibe. Und sind auch relativ schnell auf WhatsApp rübergegangen. Und ja. Dann der Arm war nichts Böses. Und dann erzählt ihr einem Sachen, wo ich mir nicht denke. Warum
gehe jetzt nicht so genau ins Detail, weil ich nicht weiß, ob das fein ist. Aber. Also, ob es fein ist, wenn ich da genaueres erzähle. Auf jeden Fall. Ja. Kann man sagen, dass etwas Schlimmes passiert ist in der Vergangenheit. Ich frage mich nur, wieso macht man sowas hier. Naja. Gut. Was ich auch nicht begreifen kann, ist, wie einige Autofahrer es nicht schaffen, sich richtig an einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang richtig zu verhalten. Also sprich, wo ein Bahnübergang, wo halt nur ein Andreaskreuz ist und sonst nichts weiter. Ich verstehe es nicht, wie man sich dort nicht richtig verhalten kann. Ich meine, man lernt in der Fahrschule schon, wie man sich an solchen Bahnübergängen hält. Und dann kommt so eine Gemeinde im Landkreis Stendal und meint so, oder was ist ein Dorf im Landkreis Stendal, meint so, yo, hey, der Bahnübergang hier 5 Meter vom Haltepunkt entfernt ist saugefährlich. Hier gab es schon von 2 Unfälle mit einem Zug und ich denke mir so, geht das? Also jetzt mal ohne Witz, wie kann man an diesem Bahnübergang einen Unfall mit einem Zug bauen? Das ist eigentlich praktisch unmöglich. Wie gesagt, es ist halt ein Haltepunkt 5 Meter vom Bahnübergang entfernt. Und das ist alles Bedarfshalte sind dort, außer Stendal Vorbahnhof und natürlich mein Endpunkt, Stendal Vorbahnhof und Tangermünde. Aber dazwischen sind das wirklich erst Bedarfshalte und da bremsen die Züge automatisch immer schon vorher ab. Die kriegen das halt auch über eine Signaltafel angesagt, jo, ab hier jetzt mal runterbremsen auf 40 km/h. Und ich verstehe nicht, wie man es trotzdem schafft, sich von dem Zug erfassen zu lassen, wenn der Zug selber nur 40 km/h fährt. Ich meine, man sieht den doch, so klein ist der Zug ja auch nicht. Ich meine, es ist nur ein kleines Fahrzeug, ja, aber man sieht das trotzdem. Es ist trotzdem immer noch größer als ein Auto. Von der Größe her ungefähr so wie ein LKW, vielleicht ein bisschen breiter. Oder Bus kann man nicht vorstellen. Vielleicht noch ein bisschen breiter, wenn man es auf die ganzen Maschinen passen muss. Baureihe 671, maybe? Oder 672, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Kann ich mal gucken, ob es da irgendwas finde. Aber ja, es ist halt ein Triebwagen, entweder fährt die 640 dort oder ich glaube die 672 war das. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht so sicher. Ganz genau. Baujahr 672 ist es. Und ich verstehe es wirklich nicht, wenn man sich von so einem Zug erfassen kann. Es ist ein kleiner Triebwagen. Ja, also wirklich ein Triebwagen. Es ist ein Einteiler. Damit ist es ein Triebwagen. Und wie schafft man es, sich von so einem Zug erfassen zu lassen? Wenn der Zug eigentlich schon praktisch vorm Bahnübergang sich befindet. Da fährt man doch nicht mehr drüber, aber es hat man wieder vor ein paar Wochen eine geschafft. Wollte über den Bahnübergang fahren und hat irgendwie aus unerklärlichen Gründen den Zug übersehen. Und wurde natürlich erfasst. Ja, und nun schreien die Anwohner dort rum, der Bahnübergang ist gefährlich. Ja, ich sag mal so, es gibt keine gefährlichen Bahnübergänge. Der Bahnübergang ist in irgendeiner Weise gefährlich. Es gibt halt bestimmte Vorschriften, wie man sich an solchen Bahnübergängen verhält und die muss sich halt jeder halten. Und wenn ein Zug bereits einen Pfiff abgegeben hat, und die haben ja dann wirklich so, der Zug pfeift, sag ich das mal. Ja. Nein, ist ja nicht umsonst Pfeiftafel. Ja. Sobald ein Zug einen Pfiff abgelassen hat, gilt es einfach für ein Bahnübergang zu stehen, ansonsten ist es ein Rotlichtverstoß. Und deswegen verstehe ich es halt nicht, wie man es trotzdem schaffen kann, sich an den Bahnübergang zum Zügern zu erfassen.
ist genauso wie ich nicht kapiere, wenn ein Techniker mit einer Wanderung liegt und die Warnampel geht auf Rot. Kannst man den Auto rüberfahren, ist das Auto rot und nicht Verschluss. Weil die Ampel ist ja rot. Auch wenn die Schranke unten sind, sobald man ein akustisches Signal schon von dieser Schranke hört, hat man stehen zu bleiben. Auch wenn sie noch nicht auf Rot ist. Dann weiß er erst gelb und dann rot. Sobald man was hört, und sie vielleicht gelb noch an der Schranke. Das sagt ich ja, wenn ich verstehe. Und wenn die Schranken geschlossen sind, sollte man so erst gar nicht versuchen, da noch rüberzukommen. Das könnte tödlich enden. Und könnte nicht nur, es ist sogar schon tödlich geendet. Auch da kann ich wieder, auch da habe ich mal was mitbekommen. Und zwar zwischen Stendal und dem Haltepunkt Steinfeld. Der zweite Bahnübergang, also genau der Mitte. Es sind drei Bahnübergänge, dort glaube ich, sind erst durch einen Strick vom Haltepunkt Steinfeld, denn ist einer relativ, ja, kurz vorm Betriebsbahnhof Stendal. Und dann ist dazwischen nochmal einer. Und genau in der Mitte, mittleren Bahnübergang, kam es auch mal zu einem, ja, nicht so schönen Unfall, wo halt auch ein Autofahrer aus dem anderen Landkreis, ich dachte, ach komm, fahren wir doch schnell um die Schranke herum. Ja, diesen Gedanken musste dieser Mensch mit seinem Leben bezahlen. Der Zug kam angerauscht mit 160 km/h. Die Strecke ist von Stendal bis Uelzen komplett 460 freigegeben. Außer im Stendal-Bahnhofsbereich. Da natürlich nicht, da ist maximal 100, aber. Oder sogar 120, glaube ich, höchst. Kommt auch an, auf welchem Gleis man ist. Wenn man auf dem Gleis Richtung Wolfsburg ist, dann kannst du natürlich direkt 120. Ja, aber Stendal Uelzen 160, auch wenn größtenteils eingleisig. Der Strecke ist für 160 freigegeben. Und sie fahren diese Züge hoch, ich weiß nicht. Da hängt die 146 vor mit drei Doppelstockwagen. So ein Zug erreicht die 160 auch mal ganz schnell, weil 156 ordentlich Power. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man an solch einer Strecke, oder warum man generell, wenn die Schranken geschlossen sind, man unbedingt versuchen muss, um die Schranken drum herum zu fahren. Der Autofahrer, der es versucht hat, hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass die Züge 160 fahren auf dieser Strecke. Weil drum umfahren kann ich rechtzeitig über Zug hat Auto erfasst und auch Auto fahren, das wäre viel übrig. Aber so ist das immer. Hört sich jetzt immer doof, fies an, was ich jetzt sage, aber Dummheit muss bestraft werden. Mir tut dort nur der Lokführer leid und die Angehörigen vom Autofahrer. Der Autofahrer selber tut mir absolut gar nicht leid. Lediglich die Angehörigen. Weil eben, ja, Freund, Familienmitglied, was auch immer, verloren haben. Der Autofahrer selbst hat wirklich daran wirklich selber Schuld. Allein jetzt, dass ich auch gerade fasziniert bin, allein durch Habox und Treibstoff zu tun schnell. Wenn das mal so bei den Klingonen ablaufen würde, würde ich 300, 400 Sekunden am Tag schießen. Aber das ist immer so öde, um das tun zu schießen, mit der einfach kein Ah ja. Und ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es auch so Strecke Stendal-Tangen, wenn du schon mal einen Unfall mit einer Bahn. Ich verstehe einfach nicht warum. Würde man sich richtig verhalten, ich meine, es fährt ja schon nur 40 über die Bahnübergänge. Ein Bahnübergang, da fährt es nur mit 20 km/h.
Radio natürlich zu laut hat. Denn kann schon mal passieren, dass man den Zug hört. Deswegen sollte man halt so laut machen, dass man auch trotzdem noch alles besucht. Gerade wenn man über den Bahnübergang will, dass man halt selber auch nochmal guckt und sich nicht nur aufs Akustische begrenzt, sondern halt wirklich auch mal guckt. Wenn man schon den Zug sieht, kann man ja schon anhalten. Und ich meine, wenn der Zug erstmal an einem Haltepunkt anhält, dann wird er nicht schon, dass ich wann vorher pfeifen, sondern wenn er sieht, da will einer einsteigen oder einer drückt die Haltepunkt-Taste und will aussteigen. Denn hält das natürlich an und pfeift nicht, sondern pfeift erstmal nach der Abfahrt. Das ist ganz klar, das ist in den meisten Fällen so. Dann kann man trotzdem mal schon stehen bleiben, auch wenn er noch nicht gefahren hat. Sobald sich der Zug einen Ball überhört, mehr hat davon schon nicht mehr rumgefahren. Egal, ob der einen Pfiff abgibt oder nicht. Da muss ich wirklich mal ein Lob aussprechen, hier im Verzier, als der eine Bahnübergang gestört war. Da haben sich die Autofahrer wirklich 100% korrekt verhalten, da haben sich wirklich alle Autofahrer. Und auch mein Kater lässt mich in der Gesellschaft. Ich war ein. Der erste Achtungsschritt vom Zug haben wir das Zug auch wieder losgefahren. Weil was soll der andere, was soll man sonst machen? Ne? Irgendwie muss er doch dazu rüberkommen. Also anhalten, Achtungsschritt abgeben und dann ist. Das ist auch das, der Vorteil, das sind BU-Signale noch vor dem ersten Fahrübergang, vor dem Bahnhof, vor dem Haltepunkt platzieren. Mein Kater mitdreht. Doch, an der CPU-Signale konnte er noch bereits sehen, dass der Bahnübergang nicht funktioniert hat. Und natürlich hat er auch schon vorher die Informationen gekriegt, mit und so, der Bahnübergang ist ganz gut. Oh ja, das habe ich auch schon vorher gesehen. Da komme ich nochmal gut gefahren. Aber ich habe das auch schon vorher gesehen, als ich die Frühschicht an dem Tag gab. Und habe das schon gesehen, als ich von der Arbeit aus nach Hause gefahren bin. Man kann ja wirklich in der Ausfahrt, wo ich immer rausfahre, also da drei Ausfahrten sind, und so vom Betrieb. Und die Batterie, die man nehme, und dort kann man wirklich schön auf den Bahnübergang rausfahren. Und da war die Schranke schon, was ich wie lange bin. Und irgendwann war es halt oben, sind aber halt nicht runtergegangen, weil sie den wahrscheinlich ausgestellt haben. Um erstmal einen Fehler zu finden, und Schrank mir auch gehen. Naja. Als ich dann zurückgefahren bin, war der Bahnübergang noch nicht da. Funktionsfähig. Ich will noch gucken, wie bei Ihnen Events. Ich weiß nicht, das ist 18.08 Uhr. Sollte nichts weiter sein. Man sieht hier 21 Minuten noch. 19 Uhr kommen erstmal nochmal ein paar Events. Bitte vielleicht sogar noch zwei Spiele machen, denn wenn die nächsten Events sind, das weiß ich noch nicht. Wir können das der Schiff machen. Das heißt, heute ist ein normales Phänomen und jenseits der Gefahr groß. Jenseits der Gefahr ist Schwarmschiffe. Und das weiß ich natürlich nicht. Weil es bringt halt wirklich legit nichts. Das Einzige, was mir da eventuell bringen könnte, sind die Offiziersteile von K, weil ich den dann irgendwann hochstufen könnte, aber so wirklich interessant ist das halt für mich nicht. Und ja, seit dem letzten Video, das machen wir jetzt noch zum Ende, habe ich auch ein neues Schiff dazu bekommen.
Vielleicht habt ihr schon im letzten Video zu sehen, oder? Weißt du schon auf 40? Ich weiß das gar nicht. Interessant. Ich bin einfach nur absolut vergesslich. Aber ja, ich habe hier eine wunderschöne X-Files. Offiziell gesehen mein stärkstes Schiff, aber inoffiziell gesehen natürlich nicht. Und darum wird es auch im nächsten Video gehen. Da werde ich dann was machen mit, aber nicht auf dem Sort-Lauf machen. Und das Video meine schöne Wolter. 8,7 Millionen. Interessant ist, wenn ich jetzt nicht diese Offizier wieder tausche, wie die Schiffstärke immens wieder runter. Es ist eigentlich auch lange nicht mehr, dass das so ist. Jetzt ist wieder. Oh ja. Schön natürlich auch gut gegen die Spezies fallen. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. 30% auf Ressourcen von den Roachen oder Spezies auf 4-2 fallen. Ich verstehe nicht, was der Trip mit diesen Feinden so tut. Das ist halt immer Wahnsinn. Der Trip ist von der NX01 Enterprise und die hatte weder mit den Roachen noch mit den Spezies Feinden irgendwas zu tun gehabt. Aber ja. Ich würde sagen, nachdem wir erfolgreich hier ein paar Borg zurückgedrängt haben, oder besiegt haben, war es das auch mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.